Und einmal E drücken, damit diese wunderbare Animation kommt. Ah, die Schmiedelande. Ja. Die vielen Werkstätten. Ja. Die Und? Grünen Gipfel. Sind wir hier etwa auf einer Rundfahrt? Ja. Die uralten Schöpfungen waren Typhons endlosem Zerstörungswillen zum Opfer gefallen. Gott der Schmiede, abgeschlossen. Jemand lebte dort unten, arbeitete und war ziemlich gut gelaunt. Ganz sicher nicht der Phaistos. Dieser jämmerliche Feigling hat keinen Tag seines Lebens gelächelt. Hast du der Geschichte denn überhaupt nicht zugehört? Alles hat sich verändert. Eben, alles. Und das war der Nebel da. Phönix Gipfel muss ich auch nochmal hin und dann natürlich die Höhle des Krieges. Da habe ich ja schon fast alles aufgedeckt hier. Natürlich gibt es wieder V für die Fernsicht, da will ich hin. Da muss ich hin. Da soll ich auch hin. Das ist die Lila wieder. Da habe ich mir irgendeine Markierung gesetzt. Da riecht es nach schönen Rätseln. Bis hierhin rieche ich das. Ich wundere, dass ich hier noch nichts entdeckt habe. Ja. Noch eine Truhe. Das sieht auch lustig aus, da sieht es interessant aus. Da ist wieder Ambrosia. Das war's mit der Fernsicht. Ich gehe hier runter. Und hoffe, dass ich treffe. Natürlich. Wasted. Yay! Zwei! Drei! Risiko! So, und hier unten hatte jemand Spaß, habe ich gesehen. Was nicht zu ihm passt. Ah, hier unten. Warte kurz. Hier ist jemand langweilig gewesen. Und er hat die Figuren hier hingesetzt. Granatäpfel. Ja, da wollen wir doch mal mit dem Kollegen reden, der hier Geräusche macht. Ich bin auf das Schlimmste gefasst. Und vielleicht hier einfach ein glückliches kleines Lächeln. Träumchen. Was machst du denn da?
Nichts. Gar nichts. Also schon etwas. Eine Sache. Ich bin Phoenix. Wer... Was bist du? Unterhaltung. Mit mir. Ganz ruhig. Wir sind darauf vorbereitet. Wer oder was sind wir? Wir sind, was wir tun. Ich künstlere, also bin ich eine Art Künstler. Logisch. Du magst diese Kunst, also bist du eine Mögerin. Ich bin Kriegerin. Oh. Oder die Schwester eines Kriegers. Ich bin beinahe Kriegerin. Jedenfalls will ich Typhon aufhalten. Hm. Das passt. Wie eine Mögerin siehst du eigentlich auch nicht aus. Nicht so ungut. Aber vielleicht ändert das deine Meinung. Hm. Eine Büchse? Was? Nein, das ist sehr typisch für meine letzte Periode. Unsigniert. Behalte es ruhig. Du musst mir nicht danken. Das kann ich nicht lesen. Du bist Bildhauer. Ich bin auf deine Statue geklettert. Du bist Hephaistos, richtig? Wie aufregend, dich persönlich zu treffen. Also nicht diese. In Ordnung. Völlig in Ordnung. Ich habe andere. Was geht? Warum hast du eigentlich keine Hände? Wir müssen deine Essenz finden, damit wir Typhon besiegen können. Weißt du, wo sie ist? Verwirrung oder Verzückung? Bist du verzückt? Das ist einfach mein Gesicht. Wie kannst du in Zeiten wie diesen Künstlern? Weißt du nicht, was hier passiert? Mit ziemlicher Sicherheit nicht. Typhon. Alle wurden zu Stein verwandelt. Götter haben ihre Essenz verloren. Überall böse Monster. Ende der Welt. Kannst du dich an wirklich gar nichts erinnern? Wer braucht die Vergangenheit, wenn er die Zukunft formen kann? Es wäre einfacher, die Zukunft mit Händen zu formen. Typhon hat sie dir wohl gestohlen? Sie dir abgerissen? Dich endlos gefoltert? Klingelt da was? Du musst dich mit diesem Typhon mal hinsetzen. Darüber reden. Und nein, meine Hände hatten genug von der Kunst und sind weggekrabbelt. Weit können sie ja nicht sein. Und wer weiß, wenn ich sie zurückbringe, erinnerst du dich vielleicht. Spar dir die Begeisterung für meine Rückkehr auf. Ein Baum mit glücklichen kleinen Baumfreunden vielleicht? Haben Bäume Freunde? Ja, aber die besuchen sie nicht so oft. Warte mal kurz. Natürlich sind die drei Parsecs weg. Und so. Wie schön akkurat die weggebrochen sind. Singe mir, o Muse, mit klarem Gesang von Hephaistos, der weithin für die Erfindung sich rühmt. Er lehrte die Welt vieles Handwerk. Gnädig sei mir, Hephaistos. Gewähre mir Wohlstand. Der hat einiges für mich entworfen. Aber auf den Massagethron warte ich immer noch. Schade. Ich habe meine Stamina geachtet. Dass du da hochklettern kannst. Das
alles nur für ein paar Splitter. Apropos Splitter, kann ich jetzt hier eigentlich besser... Ich kann schon mal gucken, wer hier so auf mich wartet. Ich dann nicht gerade hier. Natürlich ist da oben Ambrosia. Und ich muss dahin und dahin. Das sind die Hände in die Kraut. Keine Lust mehr hatten auf Kunst. Bin mir selber schwindlig. Okay, da hast du's. So, hau ich den jetzt? Aber hau ich die jetzt oder hau ich die nicht? Ich hau die. Nie zuvor hatte ein Sterblicher etwas so Großartiges, so Gewaltiges, so Überwältigendes, so spektakulär Gefertigtes, so Langweiliges gesehen. Heiratet doch! Tja, ich würde, wenn ich könnte. Hephaistos Schmiede ist unglaublich. Warte, lass mich kurz durchatmen. Jetzt, wo er rot wird, hau ich natürlich. Oh, Granate. Jetzt habe ich einen Trink genommen, ne? Und bumm. Die sind aktiv. Es ist zu früh, die will ich nicht. Okay, mach ich die erstmal kaputt. What? Er ist gerade weggeflogen.
Was für eine große rote Wand. Oh. Oh. Kampf nicht verfügbar. Okay, der kommt wieder raus. Und? Ist jetzt verfügbar. Hier komme ich nicht ran. Muss ich erstmal das Rätsel finden, um hier ranzukommen. Und vor allen Dingen muss ich herausfinden, warum das überhaupt nicht interessant war für den Fortgang der Geschichte. Was das da oben ist. Ah, hier ist noch eine Truhe. Das war jetzt nicht so klug. Dann lasse ich das halt mit dem Ding. Schimmert da? Na komm, geh mich hier hoch. Dann springe ich elegant hier rüber. Spar mir den halben Meter klettern. Und aufgekickt. Oh, wo ist jetzt die Klaue? Da ist die Klaue. Eure Welt hat meine Attention nicht verdient. Doch, ich bin großzügig. Oh ja, danke, Typhus. Das sieht wie ein Schlachtfeld aus. Oder ein Friedhof. Ist der Unterschied groß? Ich weiß es nicht. So, was haben wir denn hier? Wir haben da ein paar Gegner, wir haben da ein paar Fliegende. Und die ziehe ich mir zuerst.
Stimmt, den habe ich ja auch noch. Mein Freund. Und jetzt unter der Kleinkram, ja? Zwing mich nicht zurückzugehen! Wie handlich! Das war dein Riesengag jetzt. Der kluge Spruch, den man macht, wenn man es geschafft hat. Wie handlich! Oder eigentlich nur gesehen, wo da ist. Ah. Hey Löwe. Tschüss Löwe. Keine Ahnung, warum ich die verhaue. Konkurrenz denken oder so, ich keine Ahnung. Ambrosia. Ambrosia. Nektar der Götter, oder? Und so Zeugs. Ja! Vier! Nicht auf das zielen, bitte. Wir Todgeweihten schlagen dem Tod ein Schnippchen. Gut. Schön, dass wir doch noch welche leben und mir helfen. Schwarze Pferde. Okay, mein Ziel ist da drüben wieder. Wir hinterlassen unsere Spuren auf der Goldinsel. Hoffentlich räumt hinterher jemand auf. Ein interessantes Rätsel. Das gucke ich mir einfach von oben an.
Alles voll hier vom Gold. Ich habe das Gefühl, ein bisschen. Dort nahe den Toren und über der Zerstörung, die Typhon hinterlassen hat, entdeckte Felix etwas, das wie eine funktionierende Automatik aussah. Ja, moin, was geht? Tada! Irgendwie habe ich das Gefühl, hier gibt es noch viel mehr zu rätseln als das. Okay, ich brauche eine Feder. Du willst, dass ich drauf stehe. Ach Gott. Man kann die ja zu mehr benutzen als nur zum irgendwo drauflegen. Zum Beispiel auch um Strahl zu blocken. Genauso wie den hier. Ah, der geht davon kaputt. Schade. Autsch. Mich? Was habe ich da übersehen? Nein! Okay, dann lasse ich mich fallen, dann bin ich wieder zu Kräften gekommen. Und dann wieder hoch. Also wieder zwei von denen. Und hier sieht es interessant aus. So.
Das ist alles für das Ding, was ich vergessen habe, was es ist.